Wir machen das jetzt mal, was du mit mir gemacht hast bei Live. Mache ich jetzt mit dir bei Boss Baby. Wobei nur mit der kleinen Änderung, dass ich ihn ja auch gesehen habe. Ja. Was das Ganze natürlich ein bisschen das aufbricht. Spice, ne? Spice it up. Wir haben was gesehen. The Boss Baby haben wir gesehen. Richtig. Und wie fandst du den denn? Den fand ich ziemlich witzig, den fand ich so ganz gut. Der hat auch Erwachsene mitgenommen, was für mich immer ein Qualitätsmerkmal für einen Animationsfilm ist. Mhm. Und wie fand ich den? Du fandst ihn auch ganz gut, aber ich glaube nicht so gut. Aber das liegt einfach daran, dass da, wo früher dein Herz war, inzwischen ein großes Vakuum herrscht. Das ist richtig. Und wie haben dir denn die Synchronstimmen gefallen? Nicht? Also Englisch wie Deutsch? Wir haben ihn ja im Original gesehen. Ja. Wer im Deutschen spricht, weiß nicht. Im Original spricht Alec Baldwin das Baby, sehr gut. Liza Kudrow und Jimmy Kimmel sind die Eltern und irgendwie, noch so ein paar andere. Ich glaube, Steve Buscemi ist der Antagonist. Richtig. Und wie hat dir denn die Idee gefallen an sich? Die Idee ganz gut, ne? Ein Baby schon als Baby sehr karrierefixiert, ein Baby als Teil eines großen Konzerns, ne? Und sieht sich auch den Problem eines karrieregeilen Menschen konfrontiert, aber gleichzeitig trotzdem dieselben Probleme wie andere Babys genau. auch. Genau. Ne? Viel BWL-Englisch und viele lustige Gags auch für Erwachsene, nicht? Genau. Und deswegen geben wir eine 19 von 29 und damit gehen wir ab in die geschlossenen Funkhäuser. Vielen Dank. Ganz genau. Kommentiert doch mal euren Lieblings-Animationsfilm und dahinter, und jetzt pass mal auf, den Bogen zum schlechtesten. Und alles, was da drin ist, beachtet ihr nicht. Sonst sagt ihr den geilsten und den schlechtesten. Ja. Ist das eine Sache, die man verstehen kann? Nee, das ist super.